So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter World. Und ja, wir haben das Lager schon mal aufgebaut, fühle ich wie zu Hause. Nun, da ich weiß, was in dir steckt, Fünferin, kann ich dich hoffentlich öfter dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. Ja, da ist gestern ein bisschen was schiefgelaufen meiner Aufnahme. Und ja, er hat da nicht so wirklich aufgenommen. Audio schon, aber Bild nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Wir waren ja gut unterwegs jetzt auf Jagd. Gestern hatte ich mich sogar schon anders eingekleidet, da wir gute Beute gemacht haben eigentlich. Ja. Zum Glück hat er das nicht gespeichert, dann können wir das mal eben noch zusammen erledigen. Das hier. Wenn das nicht meine Freundin von der fünften ist, komm nur näher. Die Schmiede steht dir zu Diensten. Also, was hämmern wir dieses Mal zusammen? Ausrüstung schmieden. Nein, nicht Waffen. Rüstung. Und zwar die. Das Armgelenk hatten wir. Man sieht's, 12. Nee, das ist schon sehr, 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 sehr stark. Das nehmen wir direkt mit. Das lassen wir uns mal anfertigen. Ne, 12er Schutz ist schon sehr, sehr gut. Wir haben momentan 4, sobald ich weiß. Wenn wir jetzt da umrüsten auf 12, dann ist das schon ganz gut. Ja, hier haben wir, glaube ich, nein, lass mich nicht lügen. Wo ist das? 8, ne? Das ist super krass, 8 wert, aber diesen brauchen wir nicht am Schiene. Weil wir haben vorher, wir hatten das hier Jägerset. Okay, das sind doch nur 2. Okay, habe ich mich doch vertutet. Am Schiene können wir ja nur von dem. Von daher nehmen wir das Oberteil gleich mit. Sind es halt doch nur 2 Punkte, aber dafür sind unsere Armschienen doppelt so stark. So, das nehmen wir mit. Die Armschienen brauchen wir nicht. Kann man das überspringen? Weil das muss ich mir doch nicht. Was? Okay, da fällt uns eine Schuppe. Okay, das ist dann. Haben wir das dann? Rüstung. Aber das ist ja nur für uns Rüstung, richtig? Ja. Weil ich möchte unseren Gefährten auch was Neues bieten. Und das wird er natürlich auch durch uns erhalten. Das ist schließlich unser Weggefährte, der mit uns in die Kämpfe zieht. Wenn er dementsprechend auch stärkere Rüstung hat, hält er dementsprechend mehr aus, und mit einem neuen Schwert teilt er dementsprechend auch mehr aus. Ja, weil das ja so super lief. So, Ausrüstung verbessern. Was kann ich denn verbessern? Das könnte ich auf 8 machen, aber das wäre mir in dem Falle unnötig. Würde ich mir lieber das auf Verbesserung übrig 5. Würde ich mir das lieber ein verbessern als. Oder okay, dann steigt nichts. Hier direkt Verteidigung auf 10. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Komm. Das machen wir direkt. Schwert. Ja. Ich habe hier den Knochenbaum. Und da kann ich nichts machen. Die Eisenerzklinge, das kann ich, aber die Knochenbaum, das geht nicht. Ich weiß nicht warum, aber dem funktioniert nicht. Das sind die Sachen, die wir anhaben, richtig?
Was anderes können wir nicht noch verbessern, oder? Nein. Ich weiß nicht. Kiesecken verwalten, was ist das denn? Ach, das hier. Kollendrohn 2, Schadensdrohn. Mhm. Monsterknochen ist. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ein Kinsack kaufen. Ah, guck mal, wir haben davon Stufe 2 und von daher passt das. Wo ist mein Kätzchen? G. Wie gefällt dir deine Ausrüstung? So, dann hätten neue Welt ertragen können, ohne verrückt zu werden. Das hier ist kein einfaches Leben. Also Neuling, willst du schauen? Ja, warum holst du mich dann jetzt erstmal hier aus und so? So, das können wir verkaufen, ne? Erst Kettenset sowieso. Nein. Ach, ich hab's jetzt gekauft. Alter Schwede. So, das haben wir nicht an. Das können wir verticken. Den Helm haben wir nicht an. Dann können wir verticken. Die Armschiene. So, was haben wir hier? Das behalten wir. Kollendrohne 1. Eisenbogen. Dass ich von meinen Weggefährten mal die Sachen nicht verticken kann. Egal. So, ne, G. Nein, ich will nicht mit dir plaudern. Ich will hier weg. Danke. Wir gucken uns jetzt um nach der neuen Quest. Hier unten haben wir noch eine Quest. In der Online-Sitzung beitreten. Ja, ja. Sind alle jetzt in einer Sitzung. Wunderbar. Juckt mich. So. Hier können wir nicht springen. Jetzt müssen wir mal mit Chefi reden. Kommandant. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jägerin. Die Puki-Puki-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für Kommission ist, den Puki Puki zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Viel Glück und sei vorsichtig. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partnerin, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Hey, du. Wird noch hier unten auch eine Tafel, da ist er. Guck mal, ein Schweinchen. Oh. Oh. Was ist denn jetzt? So. Quest-Tafel. Quest beitreten, Quest bekannt machen, Aufgabe. Ja, yeah, abgeschlossen. Option Quest. Okay. Quest beitreten. Verfügbare Quests. Optionale Quests. Ja, da kann ich nicht teilnehmen. Jetzt weiß ich nicht, warum ich unbedingt bei ihr vorbeischauen muss. Na, egal. Dann wollen wir mal zu ihr. Weiß nicht, hier glaube ich jetzt schneller, ne? Das ist hier oben, ne? Mensch. Ja, da ging schon ein bisschen was flöten. Tut mir auch leid. Ich hoffe, wir können
das nochmal einigermaßen wiederholen. Ich guck mal gleich, ob wir diese offene, ja, diesen offenen Auftrag nochmal bekommen. Hey, Partnerin! In Ordnung, Partnerin. Es wird Zeit, dass wir auf Pucki Pucki Jagd gehen. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlacke von Sora Magdoros stammt. Pff, jetzt mal ehrlich, von welchem Monster könnte sie sonst stammen? Ich bin zwar keine Gelehrte, aber glühendes Lavagestein, hallo? Quest bekannt machen, Quest beitreten. So, Aufgabe. Dringend Pucki Pucki Jagd. Ich glaube, Belohnungsgeld, oh, das ist schon ein bisschen was. Das ist schon ein bisschen was. Andere Monster, Abtunus, Mernus, sehr krass. Ja, das Spieler ist mir eigentlich Passcode festlegen. Ja, braucht man nicht unbedingt. Südwestliches Lager. Was ist denn besser, Alter? Das ist nochmal so eine Info, die mir vielleicht helfen würde. Ob ich das Lager hier unten nehme oder das hier oben. Ich nehme mal das hier oben. Verfügbare Gutscheine. Ein super Glückgutschein verwendet und und die Quest bekannt machen oder ihr beitreten. Ein Fortschritt wird gespeichert. Okay. Dringend Pucki Pucki Jagd. So. Quest akzeptiert. Vorbereitung. Die Quest wird geladen. Ja. Dann müssen wir noch eben einen Moment warten, bis sie geladen ist. Und dann können wir los. Dün, 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 dün. Miau, das ist heiß. Arbeitsbereit. Ich bin arbeitsbereit. Bereit zum Aufbruch. Ja. Servois, wir sind alleine unterwegs. Mit unserem Kätzchen. Das wird schon. Das wird schon, das ja, könnte schwer werden. Das ist ja immerhin ein Riesenkoloss, der Pucki Pucki. Aber ja, anscheinend stoßen da nicht viele zu. Warte auf Mitglieder, aber anscheinend, hui, ist halt so. Ja, anscheinend müssen wir jetzt tatsächlich warten, oder? Aber ich kann, glaube ich, auch mit Dreieck jetzt aufbrechen einfach drücken. Möchtest du jetzt zur Quest aufbrechen? Ja, ich wollte da jetzt nicht dreiviertel Stunde warten. Kameraeinstellung. Ja, Vivien-Explosion, okay. Was ist das denn? Die von Vivien-Explosion Munition verursacht Detonation. Oh. Zeitlimit 50 Minuten. Allein auf Monsterjagd zu gehen, kann sehr schwer sein. Wenn du etwas Hilfe brauchst, ruf andere Jäger aus der ganzen Welt dazu. Sie können dann deiner Quest beitreten und dir zur Hand gehen. Öffne den Menübildschirm, geh dann zu Questmenü und wähle Not, Leuchtzeichen abfeuern aus. Dein Hilferuf wird dann auf der Questtafel anderer Spieler auftauchen. Notleuchtezeichen werden auch von Spielern in anderen Online-Sitzungen gesehen. Während Expedition ist das Auffeuern eines so SOS-Notzeichens der einzige Weg, um mit anderen Spielern zu spielen. Wenn jemand auf dein Notleuchtzeichen reagiert, tritt die Person automatisch deiner Quest bei. Ist das Spiel so eingestellt, dass Beitrittsanfragen manuell akzeptiert werden müssen, erhältst du eine Systembenachrichtigung, in der um Erlaubnis gebeten wird, deiner Quest beizutreten. Wähle Beitrittsanfragen aus, um deine Liste der Anfragen zu sehen und die zu wählen, die du akzeptieren möchtest. Das Ablehnen einer Beitrittsanfrage wird nicht bestraft. Ah ja.
Ja, es wäre auch hart, wenn man das bestraft. So, aber jetzt da im Lager. Den Puki Puki habe ich gar nicht hier irgendwo drauf, ne? Das ist dann schon mies. Das er jagt ein Puki Puki. Er jagt ein Puki Puki Puki. Voll verstreut hier und da. Jo. Forschung. War noch was zur Forschung? Ja. Pilzkolonie. Gourmet-Pilze. Die nehmen wir direkt mal mit, wenn wir mitnehmen können. Die Gourmet-Pilze. Ja. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. In unserer Expedition, das hier ist ja jetzt natürlich keine Expedition, sondern eine reine Quest, wofür wir jetzt 50 Minuten Zeit haben. Bei der Expedition haben wir so viel Zeit, wie wir wollen. Und können derartig hier alles erkunden und farmen und. Und da war ja schon viel besiegt, aber wie gesagt, es wurde nicht aufgenommen. Deshalb weiß ich das jetzt auch mit den mit den Lianen, dass man die benutzen kann. Die Fußspuren. Für mich dahin. Okay, das haben wir schon. Kraut. Kraut. Wassermelon. Giftiger Schleim. Folge der Spur. Ja, aber wir haben den Puki Puki immer noch nicht abgebildet. Haben wir, glaube ich, zu wenige Informationen. Gucken wir uns das Gefährt jetzt hier hinbringt. Das ist so der Puki Puki, oder? Das ist der doch, oder? Ja, gehen wir uns gegen den Puki Puki. Das wird ein ganz schwerer Kampf. Was ist das denn? Er will einfach abhauen, Alter. Mit seinem Batzengeschrei. Oh. Alte Fußspuren. Stufe erhöht. Da ist er doch. Da komm mal her, Puki Puki. Ja. Müssen da echt aufpassen. Auch auf die Ausdauer. Immer hart. Scheiß Vieh.